Wenn das Material des Dichters Wort und Rhythmus sind, so sind es Linien und Farben für den Maler. Er verfügt über eine zweidimensionale Fläche, auf der er seine Vorstellung der Wirklichkeit übersetzen muss. Diese Wirklichkeit umgibt ihn und er steht in Beziehung zu ihr. Daher charakterisiert sich die Malerei durch den Kampf mit dem Raum, in dem sich die Gegenstände befinden, und die Geschichte der Malerei ist die Abfolge der verschiedenen Aspekte, unter denen dieser Raum gesehen wurde. In der Vergangenheit, im Kampf mit den drei Dimensionen, versuchte der Künstler, alle drei darzustellen. Dabei sieht das Auge nicht mehr als zwei. Die dritte ist ein Erfahrungswert. Daraus entstand ein statisches Bild der Welt, vor das sich der Betrachter notwendigerweise gestellt sah. Alles konvertierte gegen ihn, strömte in ihm zusammen. Aber die Betonung blieb auf der äußeren Welt, so wie sie zu sein schien. Das, was in ihm war, wurde vernachlässigt. Gutruff ist ein radikaler Einzelgänger der internationalen Kunstszene, der seine Vision einer sehr persönlichen, neuen Klassizität dem Mainstream aktueller, oft schriller Kunstmarkttendenzen entgegensetzt. Brigitte Borchert-Bierbaumer schreibt im Katalog zur großen Peking-Ausstellung 2000: In vielen Ländern ist Gutruff einer der wenigen zeitgenössischen bildenden Künstler aus unserem Land, die bekannt und von Bedeutung sind. Gutruff entwickelt seine Bildwelten im Spannungsfeld von utopischen Ideen und der Suche nach den zentralen Motiven ausgewählter Meisterwerke europäischer Kunst. Seine kreative Methode ist jener von wissenschaftlich-strukturanalytischen Testreihen ähnlich. Er arbeitet nebeneinander in unterschiedlichen Höhenlagen der Abstraktion, in vielen Techniken, an verschiedenen Themenkreisen. Von der Studie vor der Natur über oft liebevoll ironische Variationen berühmter Bilder und Bauten bis hin zum bildnerischen Äquivalent raumzeitlicher Problematiken. Seine Gemälde und Zeichnungen werden als virtuos und gleichzeitig puristisch charakterisiert. Das Wichtigste für Gutruff ist die Qualität der Malerei, die sich auf der Oberfläche der Bilder manifestiert. Verschiedene Höhenstufen der Abstraktion
von der Unmittelbarkeit einer Fläche bis zur Darstellung von Sachinhalten, die entweder der Wirklichkeit entnommen oder sich aus der Konstruktion geometrischer Elemente ergeben haben, sind in seinen Bildern zu sehen. Die Bedeutung des Gegenstands wird auf ein Minimum zurückgenommen, um die kompositorischen Aspekte zu verdeutlichen sowie den eigenständigen Reiz der Flächen zu betonen. Gutruff verbindet das illusionistische Bildgeschehen mit meist einfachen Sachinhalten wie Vasen, Schachteln und Tischen, wobei einzelne Gegenstände in multiplen Ansichten dargestellt werden, als Weiterentwicklung der Raumauffassung des Kubismus. Von stilistisch besonderer Eindringlichkeit sind Gutruffs Linolschnitte mit architektonischen Themen wie Kolosseum und San Pietro. Trotz der Stärke des Sachinhalts steht der Entwurf ganz im Zeichen der Abstraktion. Unser Auge folgt der Bewegung schwungvoller Linien, die im Rhythmus barocker Musik wie Notationen einer höheren Ordnung dem bildnerischen Raum sein Leben geben. Das dargestellte Motiv erhebt sich ganz langsam aus der Schönheit des abstrakten Geheges, nur um wieder langsam in ihm zu versinken, wie in einem Traum. Thank you.
Gutruf beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Bildwelt von Johannes Vermeer. Seine drei Versionen von Vermeers, die Malkunst, dokumentieren das. Auch zahlreiche weitere Arbeiten zeigen immer wieder die künstlerische Seite der Auseinandersetzung mit dem Meister von Delft. Mehrere wissenschaftliche Arbeiten runden dieses Bild ab. Vermeers geheimes Vermächtnis zeigt nochmals das unverkennbare, noble Interieur, den zum Atelier umfunktionierten Salon von Vermeers Haus in Delft. Als zentrales Motiv dieser Variation zieht sich die weiterentwickelte Space-Wandkarte, flankiert an beiden Seiten von jeweils 10 von Stadtansichten zu Gutruff-Maschinenlandschaften mutierten Veduten, die Aufmerksamkeit an sich. Vorne links, optisch verschmolzen mit dem geknüpften, als Vorhang dienenden Teppich, verbleibt der Sessel und das einleitende Stillleben auf dem tief in den Raum hineinreichenden Tisch. Vertraut sind weiters ein umfangreicher Traktat, Tücher, der rätselhafte Beethovens Totenmaske verstörend ähnelnde Gipsabguss, eine Schachtel sowie das aufgeschlagene Skizzenheft. Von seinen überhängenden Seiten springen quasi Funken zum roten Polster des auf dem Staffeleiabstellbrett gelegten Malstocks. Von der Idee zur Stütze der ausführenden Künstlerhand. Zahlreiche horizontale und vertikale Transparenzen verspannen und betonen die Flächenkomposition im Hinblick auf ihr Verhältnis zum Bildformat. Maler und Modell haben endgültig den Raum verlassen. Auf der Staffelei befindet sich eine grundierte und sorgfältig vorbereitete, aber noch unbemalte Leinwand, die Vermeers Vermächtnis in sich birgt. Es gibt in der Kunst weder Vergangenheit noch Zukunft. Wir wissen alle, dass Kunst nicht Wahrheit ist. Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit begreifen lehrt, wenigstens die Wahrheit, die wir als Menschen begreifen könnten. Kunst ist die einzige Utopie, die durch ihre Realisation nichts vom Glanz ihrer Idee verloren hat.